Yo! Willkommen zur epischen WM-Challenge. Vier Nationen sind noch drin. Wir spielen heute die letzten vier aus. Ja, eigentlich ist einer schon ausgeschieden, aber wir drehen das Video halt vor. Ja, in Real Life ist das noch nicht geschehen. Genau, jetzt gerade sind eigentlich noch Argentinien, Frankreich, Kroatien und Morokko drin. Nennen wir mal einen Spieler von Morokko. Bono. No. Wer heute hier von uns diese Challenge gewinnt, die meisten Punkte macht, der gewinnt auch die WM. Safe. Und es ist sehr kalt. Wir haben minus 1 Grad. Erste Challenge. Der Ball kommt hier in dieses wunderschöne Viereck. Man muss hier mit dem ersten kontrollieren und mit dem zweiten abschließen. Man hat maximal 2 Kontakte. Jeder hat hier 3 Versuche in jeder Challenge. Wer am Ende die meisten Punkte hat, bringt der Pokal mit nach Hause. Oder für die, die ausgeschieden sind, dann den dritten Platz. Eigentlich wäre ich für Kroatien, sage ich euch ehrlich. Oder ich bin auch für Kroatien. Aber ich bin der Einzige, der hier irgendwie so ein Oberteil hat, wo was draufsteht. Deswegen muss ich Frankreich vertreten. Aber im Herzen bin ich bei meinen Bratkos. Ich bin Maghrebi-Gang, weißt du? Na, wir sind auch hier im richtigen Viertel Oberbilk, weißt du? Muss man hier nur noch gut vertreten, weil sonst wird kritisch hier. Holzivic gibt mir Vorlage. Schwarz sein, Digga. Ich breche direkt meinen Fuß beim ersten. Egal, Frankreich eh Schmutz, soll rausfliegen. Kombo! Alles auf Marokko, ich habe auch Tippschein auf dich. Ja, so. Ja. Oh, Maghrebi Gang! Hallo, ich bin der Neue. Ich bin Lionel Messi. Ach du Scheiße. What is that? What is that? Heute treten wir für das vereinigte Land von Kroatien an, für die Cevapcici. Ich versuche euch gut zu vertreten, Leute. Mir ist aber arschkalt, sodass ich schon zittere. Mein Arschwasser ist gefroren an dieser Stelle. Der Favorit Argentinien geht in Führung. Frankreich schläft noch ein bisschen. Jamo, besser. Sexy! Ah! Nope! Ausgeguckt. Kylian Mbappé! Voss, ich muss Giroud einwechseln. Azaroui! Ja, 6 Kontakte, komm! Nope! Er macht 4 Kontakte, ey. Da war noch Hand sogar dabei. Mukimi! Bam! Bruder, der Ball rutscht richtig komisch hier, Junge. Das ist einfach Eis. Dauerwechsel. Mit Ansage kann auch nichts. So eine Flachpfeife. Mach ich auch rein, ganz einfach. Oh! Oh! Diso Cevape. Jetzt Luka Modric-Style. Ah, ich kann. Boah, Junge! Ich krieg keine Welle hier, die kommen rechts oder links. Bitte einmal ins Viereck, Jungs. Ich glaube nicht, dass der das jetzt hinkriegt. Boah, Junge, was ist das denn los, Alter? Kroatien hat nur Modric. Boah, es ist so kalt, mein Zeh ist einfach auseinandergenommen worden. Ja, oh, ja. Oh, mit den Eiern. Nein! Oh, Junge, dieser Martinez ist zu gut. Martinez im Kasten hält alles. Genau hier. Oh ja! Nein! Oh mein Gott! Der war gottesfürchtig. Dieser Keeper ist ein Tyrann. Warum kann der Mond nicht bei mir mal in den Kasten gehen? Kann es sein, dass hier Aaron die Challenge gewinnt, ne? Doch, der ist der beste Spieler von mir. Ist ja unterbinden jetzt, ne? Buch! Besser kann man es nicht machen. Oh! Oh! Immer so knapp, weißt du, wie die letzten Zentimeter. Machen wir das Ding jetzt einfach mal hier den Sack zu, ist mein letzter Schuss, glaube ich. Der Mo meinte, es kann nicht sein, dass du hier gewinnst. Wieso nicht? Da habe ich auch gefragt. Was los? Wieso kann es nicht sein, dass Ehren gewinnt? Cool aussieht. Ja, Bruder, dann lern mal schießen, Kollege. Ja, ne? Oh! 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 Ja, Bruder, dann lern mal schießen. Messi! Ja, drinne! Ja,
Da habe ich so gekämpft, dass der Ball drin bleibt im Viereck und trefft den Pfosten, Jungs. Die Gülagün steht 1-0 für Argentin. Aber die anderen werden jetzt auch kommen in den nächsten Challenges. Argentinien war auch der Favorit. Ne? Ich habe gesehen, 37% Chance, dass sie gewinnen. Ja. Aber vielleicht jetzt, wo Video kommt, schon raus. Ich hoffe. Okay, zweite Challenge sozusagen. Zweite Halbzeit jetzt. Ganz einfache Doppelpässe, ein paar Abschlüsse und hoffentlich ein paar Tore von den anderen Ländern. Das soll kein Durchmarsch werden von Lionel Müsli. Durstlöscher? Jetzt geht der Bono hier bei meinem ersten Schuss ins Tor. Egal, schöner Mbappé-Abschluss, komm. Komm, Bono, Boäschen. Komm! Boah, das ist geisteskrank, Alter. Also, mehr gekauft geht ja nicht. Frankreich holt sich das. Hat schön ein paar Baguettes ausgegeben, alle Spieler gekauft. Nächste Challenge, ne? Okay. Okay. Seine Ansagen sind so gottlos. Wer schießt gerade bei dir? Hakimi. Hakimi. Ja, er kennt wenigstens noch einen. So viel Politik für so ein Schüsschen, Alter. Ja, besser. Ja! Hugo Lloris haut den sich da noch selber rein. Der Junge ist gebrochen. Komm, leg mal einer auf hier. Auflegen? Musik? Egal. DJ? Die Kroaten machen heute nur die feinsten Tore, ja? Damit du Bescheid wisst. Nein, das kann nicht sein! Das ist so eine Verarsche hier, Alter! Ich sag ja, nur die feinsten Tore rechts unten. Ich wollte den eigentlich in den oberen Winkel kloppen, aber hab den Ball nicht richtig erwischt. Warte mal. Okay. Scheiße, Drecks-WM. VAR kannst eh vergessen, diese WM, Alter. Der würde ihr sagen, Alter. Die beiden Finger waren dran. Arsch, steck die Finger! Hätte dein Leben. Ja. Hier, Arsch auf! Arsch auf! So ein Irre. Oh. Ich glaube, ich ziehe jetzt ins Finale ein. Du musst erst mal überlegen, was überhaupt hier abgeht, ne? Wow! Geil! Ivankovic, eine einzigartige Maschine, Alhamdulillah, Hrvatska. Jetzt habe ich Argentiniens Ding da so gut gesaved von Argentinien. Ne? Jetzt wollen die natürlich auch das Tor von den Kroaten verhindern. Ne? Aber schaffen die nicht. Oh mein Gott! Wenn man es zu genau machen will, Leute. Argentinien wieder am Führen, aber letzte Durchgang. Letzte Durchgang. 80. Minute ungefähr. Nochmal die Chance, jetzt ranzukommen. Ja, Camavingo. Ja. Camavingo. Hab ich den auf dem falschen Fuß bringen, erwischt. Ne? Oh! Und den jetzt direkt im Zelter. Einfach nur glücklos heute. Ja, Marokko hatte sehr viel Glück, diese WM, aber jetzt ist das Glück aufgebraucht scheinbar. Ey, die kommen noch immer, weißt du? Oh, wo die Bruder steht. Guck mal, bitte, der ist schon linke Ecke. Wo der steht. Bevor ich geschossen habe, habe ich gesagt, guck mal bitte, der hat schon gesagt, der deckt wirklich den linken Pfosten. Der deckt den linken Pfosten im Tor. Rechts so ein Loch. Boah, der steht wirklich neben linke Pfosten. Der steht neben linke Pfosten. Ey, dafür muss ich ihn dann reinprügeln. Da kannst du nichts machen. Die sind perfekt exekutiert von den Kroaten. Es ist immer noch alles offen. 3-2-2-1 steht's. Argentinien führt, wird der Rolle gerecht. Und jetzt gehen wir in die Nachspielzeit. In die letzte Challenge. Oh oh. Vergessen, was das ist. Torabschlussreaktion, let's go! Nein, Mann! Mann! Oh, ja, hier. Hamstring. Jetzt geht's in die Aufholjagd, ne? Noch schnell drei Dinger reinballern und dann fertig mit der Geschichte, ne? Da redet sich das immer so gut ein. Aber okay. Der Wurf, Lachkick. Hier. Bruder, der will los, bevor der Ball kommt! Renn schneller los, wenn da kein Ball kommt, als wenn ein Ball kommt. Ich dachte Aufholjagd. Argentinien, ne? Boah. Argentina. Da gibt's jetzt zufälligerweise einen ganz dreckigen Ball.
Wow, wie nimmst du eigentlich eine Dreckige? Sieht man, das ist der Einzige, der Fußball spielen kann. Aber das ist nicht schlimm, meine Freunde. Denn das ist die Challenge der Kroaten. Dafür haben die Gebrüder Vlasic und Blasic das Ding jetzt reinknallen. Das war Blasic. Das war der jetzt von Blasic. Ich glaube, Mo denkt jetzt wieder erst. Ich würde sagen, du bist dann, ne? Wir haben den Coup à la Maison. Wir müssen den Coup à la Maison bringen. Pass auf! Du bist so verrückt. Gottesfürchtiger Tanz. Nope. Mann, ich kann kein Fußball spielen. Mann, Alter. Und wird hier, Alter, Kung-Fuß für Frankreich eingewechselt. Komm, mach mal eine Ansage. So, Hakimi, da kannst du auch sagen, Bono, wer ist denn der dritte Spieler, der jetzt mal bei dir schießt? Gibt doch noch genug Leute. Ja, gibt mir noch genug Leute. Wie heißen die denn? Jetzt sag doch mal. Ich sag dir gleich. Sagst du gleich? Gibt sogar noch einen Bayern-Spieler. Genau. Ja. Kimmich. Ich sag dir gleich. Ja. Kimmich. Kimmich. Ich sag jetzt so. Na ja, auch, ne? Den hält er gut, den hält er gut. Junge, das sind diese Fußballer-Reflexe, Junge. Keine Chance. Argentinien, die Übermacht einfach. Messi. Ich werde ihm gleich die Beine brechen. Weil jetzt bei Marokko müssen wir nur auf Tor bringen. Ich bin auch raus. Frankreich ist auch nur raus. Auf Tor bringen. Wie viel hast du? Vier. Und der kann setzt jetzt in der Tasche. Wenn er jetzt ja, wenn du jetzt jeden triffst. Ach du Scheiße. Der Wo guckt er wirklich zu? Wer guckt den Ball hinterher? Ja, der ist ja drinnen, ne? Der ist ja drinnen, da hätte ich vielleicht mal hingehen sollen. Den musst du nur aufs Tor bringen, dann geht er rein. Ich sag mal, wie es ist. Ansage, Ansage von Holzi. Du musst einen liegen lassen, sonst kann ich dich nicht kriegen. Das heißt, Loris muss gleich den von Argentinien saven. Hugo Loris. Einfach so ein Ding, weißt du, für die Galerie. Ja! Ja! Frankreich ist raus. Adieu, au revoir und arrivederci. Aber du kannst. Nee, du kannst gar nichts mehr. Sorry. Aber der kann aber noch was. Du musst treffen und Ehren muss daneben machen, ne? Ja. Ja, komm. Ja! Der Ehrentreffer. Hätte ich mal vorher so angefangen, hätte ich weggefickt, aber jetzt komme ich selber. Bis dato wirklich eine gute WM gespielt, am Ende hat es nicht gereicht, aber ihr seid weit gekommen, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid dann Vierter, kriegt da trotzdem keine Medaille, aber ihr wart dabei. Also ich nehme das Geld und dann gebe ich das FIFA und dann kommt alles. Was für ein Geld, Alter. Was kommt denn dann? Was für ein Geld? Der Latte. Oh, der ich mache jetzt. Komm. Komm! Der lässt sich Zeit, der ist auch und der pfändigt! Der hat Angst! Okay, jetzt muss ich den halt nur reinknallen. Blasic? Schon Blasic. Beide haben schon getroffen. Jetzt muss es einer nochmal machen. Wirf mal weiter weg! Ja! Nope. Ja! Ey, nice. Ich wollte nicht aus Argentinien gewinnen, Mann! Ich hab doch da nur gezuckt, Digga, aus Versehen gehalten! Du hast die Kroaten rausgeworfen, jetzt werden sie nur Zweiter. Schönes Finale. Messi macht's. Aber jetzt kannst du auch langsam mal abdanken, Messi, ne? Jetzt ist Zeit vorbei, der komm. Mach erst dabei was als Deko? Niemand in den Land zurück. Schleichelt den. Jetzt, meine Freunde, ein Freistoß von Roberto Carlos. Wenn du den triffst, dann hat. Brasilien doch gewonnen. Nee, wer warst du gerade nochmal? Kroatien. Okay, wenn Roberto Carlos trifft, hat Kroatien gewonnen. Damit ist Kroatien raus. Damit ist Kroatien endgültig raus. Roberto Carlos hätte ihn nochmal retten können, ey.